willkommen hier auf der Fensterbaufrontale 2016 in Nürnberg. Wir möchten Sie recht herzlich zu unserem Messestand einladen, an den Stand Nummer 328 hier bei Sika. Denn in wenigen Minuten geht es los. Wir präsentieren Ihnen nämlich unsere Weltneuheit, den Sika Power Cure. Hier auf der Fensterbau 2016 in Nürnberg. Ich darf Sie alle recht herzlich willkommen heißen hier an unserem Messestand von Sika. Wenn Sie uns im Moment nur hören, wir sind am Stand Nummer 328 von Sika und beginnen jetzt mit unserer Live-Vorführung. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Janine Mieder und gemeinsam mit meinem netten Kollegen, dem Herrn Brandt, möchten wir jetzt mit der Präsentation beginnen. Und zwar geht es bei uns heute um den Sika Power Cure. Der Sika Power Cure besteht zum einen aus dem Dispenser und zum anderen aus dem dazugehörigen Klebstoff, dem Sika Seal AS66. Die Verklebung selbst führen wir hier durch an diesen Profilen von WK. Die hat WK extra hierfür hergestellt. Das ist zum einen das WK Softline 82 und das WK Hardline 82. Und ich würde sagen, damit beginnen wir auch direkt mit der Praxis. Was ist denn das allererste, was ich mache, wenn ich ein Fenster verkleben möchte? Das allereinfachste, was wir machen, ist natürlich erstmal reinigen. Und das machen wir hier mit dem Sika Aktivator 205. Und das Beste daran ist, hier wird nicht nur gereinigt, sondern auch direkt vorbehandelt und das auch alles in einem Schritt. Der Sika Aktivator selbst ist farblos, das vermindert natürlich schon mal die Verschmutzungsgefahr. Und der Sika Aktivator 205 ist auch universal einsetzbar für die Reinigung und Aktivierung zum einen der Klebefläche am Profil, am Fensterprofil und natürlich auch für die Reinigung der Glasfläche. Also nur ein einziges Vorbehandeln. Damit geht es jetzt auch los. WK hat speziell für die Fensterverklebung Distanzstücke entwickelt. Und die Distanzstücke positionieren wir natürlich vor der Klebung erst einmal im Rahmen, um das alles hier optimal einzusetzen. Die Distanzstücke werden dann unten einfach in den Rahmen eingeklipst. Da gibt es auch zwei verschiedene, nämlich einmal für die Verschlussseite unten, die sind ein bisschen größer, 13,5 mm und einmal hier für die Seiten 12 mm für die Umlaufseite. So werden dann die Fensterflügel verklebt und das funktioniert garantiert wartungsfrei. Das ist ein ganz, ganz Einsatzteil des dynamischen Wischers, ist vom Klebstoff getrennt. Den Wischer haben wir auch. Und der Wischer kann für bis zu 3 Klebstoffeinheiten genutzt werden. Also sollte für einen Job mal nicht die gesamte Menge an Klebstoff verbraucht werden, so wechselt man beim nächsten Einsatz einfach den Wischer, ohne natürlich den verbleibenden Klebstoff zu entnehmen. Und dieser Wischer ist auch so entwickelt, dass er jede Klebstoffverpackung automatisch öffnet. Das bedeutet, da brauchen Sie nichts abschneiden. Das passiert hier ganz automatisch. Jetzt kommen wir schon zum Klebstoff, dem Sika Seal AS66. Der Sika Seal AS66 ist ein Einkomponenten UV-stabiler Silikonklebstoff mit unserer Booster. Der Verschluss für die Klebstoffzuführung lässt sich ganz einfach entriegeln und abnehmen. Und mit dem Freigabeknopf wird dann die Schubstange entriegelt und das Klebstoffpaket wird eingeschoben. Kolben und Stange werden dann nach hinten gedrückt, wunderbar. Und dann sehen Sie auch, hier hinten ist jetzt was rausgekommen. Und diese kleine rote Fahne, das ist auch unsere Füllanzeige. Also da wissen wir auch, wie viel Klebstoff noch vorhanden ist. Ich habe erst nochmal eine Frage an Sie. Wenn Sie die Antwort wissen, dürfen Sie gerne einfach reinrufen. Es gibt auch viele mögliche Antworten, viele Antwortmöglichkeiten. Was ist denn jetzt ein Vorteil von dem Silikonklebstoff? Gibt es ganz, ganz viele. Haben Sie eine Ahnung? Silikonklebstoff, der ist zum Beispiel UV-stabil, dann haben wir diese ganz schnelle Härtung und natürlich auch eine sehr, sehr gute Haftung. Generell ist noch zu dem Klebstoff zu sagen, nach 6 Stunden reagiert dieser Klebstoff als Elastomer und nach 24 Stunden ist dieses Fenster vollkommen einsatzbereit. Das kann dann auch schon eingebaut werden. Was ist denn jetzt nochmal generell so ein Unterschied zwischen diesem Fenster und einem nicht verklebten Fenster? Da gibt es eine ganze Menge Unterschiede. Ja, zum einen ist das Ganze wartungsfrei, denn wir haben ja kein Nachstellen und auch kein Nachklotzen. Und ein ganz weiterer wichtiger Punkt ist, dass das Ganze einbruchsicher ist.
von BK können auch wunderbar verklebt werden. Sie oder Ihr Kunde sagen, okay, jetzt ist das alles verklebt und irgendwann möchte ich die Scheibe dann mal wieder wechseln, weil ich vielleicht auch eine Isolierglasscheibe reinhaben möchte. Dafür hat Sika auch die optimale Lösung. Man durchtrennt dann nämlich ganz einfach wieder den Klebstoff mit einem Teppichmesser an der Klebstofffuge entlang, schneidet den verbleibenden Klebstoff zurück. Das Ganze wird dann wieder mit dem Sika Aktivator 205 von Beginn noch einmal vorbereitet und dann können wir auch wieder den neuen Klebstoff auftragen. Der haftet dann auch wieder auf dem älteren Klebstoff. Dann kommen Sie natürlich gern zu uns. Unsere Sika-Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Besuch. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, und damit sage ich dann auch herzlich willkommen auf der Fensterbaufrontale 2016 hier in Nürnberg. Herzlich willkommen.